Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Node-RED für Sportbootfahrer. Dieses Mal geht es darum, NMEA 0183 Daten in Node-RED zu importieren, zu verarbeiten und zu visualisieren. Man kennt den Fall von GPS-Geräten, Plottern, Echoloten und so weiter und so fort, fallen diese Daten an und man möchte sie in irgendeiner Weise zentral visualisieren. In Node-RED kann das folgendermaßen aussehen. Im Browser zeigt Node-RED in diesem Beispiel verschiedene Positionsdaten, die Fahrt über Grund, den Kurs über Grund und Echolot-Daten an. Man kann ein Offset eingeben für die Tiefe unter dem Kiel. Das Ganze lässt sich auch noch visualisieren mit Instrumenten. Man hat hier eine Art Kompassdarstellung für den Kurs, einen Halbkreis für die Geschwindigkeit und ein Donut, so heißt es bei Node-RED, für die Tiefe, die man so einrichten kann, dass wenn die Tiefe kritisch wird, der Donut rot wird, also eine schnelle, gute Visualisierung. Was brauchen wir dazu? Es braucht verschiedene Schnittstellen, wie hier gezeigt, RS485, 422 oder 232 verschiedenen Typs, die per USB mit dem Raspberry verbunden sind. Dann laufen dort NMEA 0183 Telegramme auf, die wir uns einmal näher angucken. Hier seht ihr nun ein NMEA 0183 Datentelegramm. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Im ersten Teil sehen wir einmal den Herstellerschlüssel und dann die letzten drei Buchstaben, die beziehen sich auf den Telegrammtyp. Hier ist das Depth Below Surface. Dann kommt die Angabe der Tiefe in Fuß, nach dem nächsten Komma kommt die Einheit zu Fuß, also Fuß, dann kommt die Tiefe in Metern, die entsprechende Einheit dazu. Es folgt in Block 6 die Tiefe in Faden, die entsprechende Einheit und wir haben noch eine Checksumme, um die Richtigkeit des Telegramms zu bestätigen. Später interessiert uns auf der einen Seite Block 1, weil wir dort den Telegrammtyp brauchen und Block 4 die Tiefe in Metern. Nachdem nun geklärt ist, wie die Telegramme bei NMEA aufgebaut sind, stellt sich die Frage, wie kommen diese über eine serielle Schnittstelle in Node-RED und können dort visualisiert werden. Dazu habe ich einen kleinen Versuchsaufbau. Ein zweiter Raspberry liefert mir NMEA-Daten über einen NMEA-Generator vom dortigen OpenPlotter-Image. Der hier gezeigte Raspberry, dessen Node-RED hier zu sehen ist, braucht jetzt oder hat eine USB-Schnittstelle, also eine USB-zu-Seriell-Schnittstelle. Und ich muss jetzt den geeigneten Node finden, um diese Daten in Node-RED darzustellen. Dazu bietet sich hier das Eingabe-Node. Den ziehe ich hier mal ins Fenster und muss den entsprechend konfigurieren mit Doppelklick links. An meinem Raspberry ist das schon der Fall. Bei euch wird es so sein, wenn ihr hier auf den Stift klickt und dann über die Bearbeitung des Nodes hier auf diese kleine Lupe klickt, dann könnt ihr die vorhandenen Schnittstellen auswählen und entsprechend hier konfigurieren. Das ist passiert. Der kriegt jetzt noch einen Namen, NMEA in. Soweit ist das schon mal geklärt. Jetzt gucken wir mal, ob dort die Daten auflaufen. Das läuft mit einem Debug-Node. Ich verbinde die beiden, deploye und wie wir sehen, sehen wir, dass hier zwei verschiedene Diagrammtypen auflaufen, einmal DBS und einmal RMA. Das können wesentlich mehr sein, je nachdem, welche Geräte auf der seriellen Schnittstelle angeschlossen sind. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich es hin, die verschiedenen Telegramme aufzuteilen und einzeln weiterzuverarbeiten. Das funktioniert gut mit einem Funktionsnode, und zwar dem sogenannten Switch. Den ziehe ich hier mal in den Flow, verbinde den Ausgang des seriellen Nodes mit dem Switch und konfiguriere den Switch. Der Switch hat folgende Möglichkeiten, und zwar teilt er das Message-Objekt MSG Payload auf in verschiedene Ausgänge und ich kann bestimmen über bestimmte Regeln, nach wie aufgeteilt wird.
Ich möchte, dass der Switch den String, also das Telegramm, untersucht nach bestimmten Inhalten. In diesem Fall wäre das einmal DBS, denn die möchte ich gefiltert haben, und ich möchte einen zweiten Filter setzen, enthält RMA. Hier der Filter wäre irgendwie nach Gusto zu erweitern, wie man es halt braucht. Hier mache ich es nur für zwei Dinge. Drücke auf Fertig. Jetzt sieht man, der Switch hat zwei Ausgänge, und ich überprüfe mal, ob das Ganze stimmt, indem ich hier zwei Debug-Nodes an jeweils einen Ausgang setze und einmal deploye, das Debug-Fenster lösche und jetzt einen Debug-Node ausschalte. Und jetzt sehe ich, dass hier nur noch auf dem oberen Ausgang, wie die Regel auch entsprechend formuliert war, DBS-Telegramme ausgegeben werden. Gegenüberprüfen, was macht der untere Debug-Node? Der gibt jetzt hier unten nur noch RMA-Tickets aus. Da sind sie. Also das, was erreicht werden sollte, funktioniert. Das ist schon mal erledigt. Ich habe jetzt über den Switch die Möglichkeit, die auflaufenden Telegramme nach Typ zu filtern. Jetzt geht es darum, aus dem DBS-Node, also dem für die Tiefe, den entsprechenden Wert herauszusuchen. Wir haben hier verschiedene Gruppen und wissen, dass in der zweiten, dritten, vierten Gruppe der Wert für die Tiefe steht. Also 9,6 Meter müssen es werden. Jetzt gilt es da, das Telegramm so aufzubereiten, dass ich diesen Wert gewinne. Das läuft mit einer Funktion, die ich einbaue, und ich zeige kurz, wie das geht. Ich verbinde erstmal diesen Node hier oben, und jetzt kriegt die Funktion eine Variablendeklaration. Ich nenne das mal die Variable Data, und diese Variable soll gefüllt werden aus Message Payload. Und hier möchte ich jetzt eine Funktion anfügen, die mir die Message aufsplittet in einzelne Blöcke. Und zwar soll das Aufsplitten laufen, indem immer getrennt wird beim Komma. Das geht so. Die Variable Data wird dazu automatisch zu einem Array, und ich bekomme die einzelnen Blöcke, die zwischen den Kommata stehen, dann entsprechend als Teile des Arrays angezeigt. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt auf das Array Data zugreife, zum Beispiel auf den Block Nummer 0123, beziehungsweise ich muss es jetzt bei DBS machen, aber die kommen hier gar nicht. Das wäre also tatsächlich Block Nummer 3, dann sollte ich die Tiefe gewinnen. Wir probieren das mal aus. Message.payload, das soll ja die Ausgabe der Message wieder werden für diesen Node, gleich Data, und jetzt greife ich auf das Array zu. Das macht man mit eckigen Klammern, und ich möchte den Block Nummer 3. Die Blöcke beginnen immer mit der Ziffer 0, 1, 2, 3, also der vierte Bereich ist das. Wenn ich jetzt hier auf Fertig klicke, dann und der Funktion noch einen Namen gebe, Tiefe in Metern gewinnen, schreiben wir nochmal richtig, dann sollte das eigentlich funktioniert haben. Ich lösche mal das Debug-Fenster und hänge hier ein Debug-Node hinter. Deployen nicht vergessen. Zack. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und siehe da, ich gewinne die 9,6 Meter. Das heißt, ich habe die NMEA, auflaufenden NMEA-Datentelegramme in Node-RAN eingebunden. Ich habe sie aufgeteilt in verschiedene Telegramm-Typen, und ich gewinne aus dem Telegramm entsprechende Werte mit dem Split-Node. Das heißt, das ist alles, was ich brauche. Der Rest ist im Video 1 zu sehen, wie man nämlich Daten über das Dashboard visualisiert. Weitere Möglichkeiten, nämlich der Umgang mit etwas komplexeren Telegrammen wie RMA, um die entsprechende geografische Breite zu gewinnen, zeige ich gerne in einem weiteren Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachtesten. Ein Wort noch zum Versuchsaufbau. Wer Schwierigkeiten hat, einen zweiten Raspberry zum Testen,
zu gewinnen, kann auch Folgendes tun, indem er einfach ein Inject Node hier einzieht, diesem Inject Node an Nutzdaten einfach ein String übergibt und dann einfach hier zum Beispiel ein NMEA Telegramm eingibt als String und diesen hier alle 10 Sekunden einfach starten lässt. Das kann man hier einstellen, wie auch immer, fertig. Und dann verbindet man das hier mit dem Switch und dann hat man eigentlich zumindest von der Simulation etwas Ähnliches wie eine serielle Schnittstelle. Das nur am Rande. Viel Spaß beim Austesten, wünscht euer Michael.